Willkommen zurück zu Nihilumbra. Noch immer sind wir dabei, die frostigen Berge von der Leere zu befreien. Uah, das war das Level. Ich habe schon ein gutes Weilchen nicht mehr gespielt, also weiß ich gerade nicht, oh Gott, nicht mehr exakt, was wir gerade machen müssen. Ach stimmt, das ging ja nicht. Richtig, richtig, richtig. Richtig, richtig. Was muss ich machen? Oh Gott. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich machen muss. Ich will vielleicht die letzte Folge nochmal kurz angucken können. Oder zumindest das Ende davon. Hä? Wie haben wir denn das... Ah, was wir natürlich machen könnten, wäre hier... Gleiches können wir hier mal probieren. Das hilft uns aber trotzdem nicht weiter, wie wir an dem Viech vorbeikommen. Ach, das können wir vielleicht verbrennen. Jawohl, so ist es. Sehr gut. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir vielleicht das andere Viech mal hierher locken. Würde ich jetzt mal vermuten. Achso, hier geht's noch nicht, richtig. Komm, ja, komm hier, ja. Das müsste reichen. So, das hätten wir auch. Bleibt noch das Riesenviech da oben. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das ist uns gar nicht hinterhergekommen, da wir es da oben festgekleistert haben. Jawohl, das ist nicht da, oder? Nee. Hier sind dafür zwei andere. Das eine können wir mal ganz entspannt verbrennen. Das andere vielleicht auch. Das steht nämlich irgendwo hier. Nee, brennt leider noch nicht. Wir können hier mal alles mit Feuer machen, aber... Ich befürchte, das wird nicht reichen. Ah, das sieht uns nicht mal. Das ist eigentlich leicht ätzend. Ist ein bisschen blöd, weil wir alles normal machen müssen, wenn uns das Viech jetzt... Ah! Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie weit wir in der letzten Folge noch gekommen sind mit dem hier. Mit dem Kapitel. Na? Ah, perfekt. Hört, das brennt ja gar nicht. Ah, aber jetzt. So, perfekt. Ich habe da drüben aber schon die nächsten gesehen. Da sollte ich also jetzt nicht direkt runterfallen. Ich glaube, das haben wir auch schon gemacht, meine ich mich zu erinnern. Nein, Quatsch, ist da noch gar nicht tot. Meine Güte. So. Jetzt war aber, glaube ich, das Problem, dass wenn wir jetzt in die Richtung gehen, dann kommt das nächste Monster. Und wir können uns hier nirgendwo an die Wand pappen. War das nicht so? War das nicht so? Ja, war so. Wir müssen also beten. Na, das reicht nicht. Verdammt, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Warte, hier habe ich das letzte Mal braun benutzt. Genau. So, mit dem haben wir es wie gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach genau, das bleibt ja sitzen, netterweise. Mist! Ich finde, manchmal sind die Save Points ein bisschen doof gesetzt. So, genau, das gleiche nochmal. Hallöchen. Hallo. Beachte mich. Ach so, das... Ah! Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die einen erst bemerken, wenn sie in die Richtung gucken. Das ist realistisch. Ist mir jetzt aber noch nicht aufgefallen, weil bei diesem Spiel ist ja vielleicht Realismus nicht unbedingt das oberste Prinzip.
So, perfekt. Doof. Wie machen wir das da unten? Das ist halt ein bisschen dumm. Wäre da jetzt ein Safe Point, können wir sich das in Ruhe überlegen und vor allem ein paar Mal ausprobieren, aber so geht das natürlich nicht. So, hier machen wir es auch wieder gleich. Burn. Ich weiß, dass das nicht mehr ganz so spannend ist wie jetzt das, die erste Runde sozusagen, also da, wo wir das hier alles zum ersten Mal durchgespielt haben, aber ich meine, es sind ja komplett unterschiedliche Level, das heißt, im Prinzip ist es nichts anderes. Also, naja. Eigentlich muss ich doch hier, warte mal, hier muss ich doch eigentlich eher blau benutzen. Ich meine, verbrennen kann ich ihn nachher noch in aller Ruhe. Hopp, perfekt. So, können wir das mal wegmachen und das da auch. Und dann darfst du da weg, du armer Knabe. Und darfst in Ruhe verbrennen. Exakt so. Und jetzt frage ich mich gerade was. Nee, das kann nicht sein. Ich glaube, wir müssen die Viecher hier schon töten. Ich habe mir gerade überlegt, ob die, also die hier unten, ob die von denen hier oben auch eingesaugt werden. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Tja, wie entkommen wir diesem Drecksviech? Wenn wir hier keinen Braun einsetzen können. Muss ich mal gut überlegen, weil ein weiterer Fehlversuch bedeutet das Ganze nochmal. Braun hilft uns ja nichts, weil wir nicht gleichzeitig Braun und Rot hinmachen können. Grün hilft uns genauso wenig. Ah, es ist halt scheiße, weil jetzt, ich kann es jetzt hier gerade echt nicht ausprobieren. Einzig, was mir spontan einfallen... Achso, nein, geht ja nicht. Spontan einfallen würde, wäre, wenn wir in der anderen Bildhälfte sind, hier oben braun hinmachen und dann an die Decke springen. Aber ich glaube, das doch könnte von der Höhe sogar reichen. Aber es müsste verdammt schnell gehen. Ja, genau so nicht. Und damit sind wir tot. Einen letzten Versuch unternehme ich noch. Dann werde ich es offscreen machen. Ich weiß, es geht hier gerade relativ oft so, dass ich es so mache, aber es ist gerade einfach anders nicht machbar. Weil sonst zieht sich das Let's Play noch viel mehr in die Länge, als es eh schon tut. Gut, ich bin damit zufrieden, weil das hier hochgeladen wird, während ich Abi mache. Dann habe ich da schon ein paar Folgen Vorrat. Oh, shit. Ah, ganz entspannt. So. Dich hätten wir auch ein weiteres Mal. Perfekt. Na, ist nämlich schon wieder die Hälfte von der Folge, die wir hier verbringen. Ich weiß, es ist ein Rätselgame, aber ich meine, euch wird es auch nicht spannend, euch wird es auch nicht wehtun, wenn ihr nicht seht, wie ich es nochmal 10-mal probiere. Oh, Alter, nicht runterfallen. Das wäre jetzt dämlich gewesen. So, du brennst. Hintergrund können wir schon mal braun hinmachen. Und hier blau. Hallo. Hoppala. Nein, hä, warum bleibt er nicht kleben, verdammt? Brenne, brenne, du Ungetüm. Schnell, stirb, 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 ja. So. Letzter Versuch. Ah, ne, jetzt komm. Für was sind die zwei Viecher da? Die sind hier doch wirklich bloß da, damit wir sie direkt killen können, oder? Jetzt probiere ich es einfach mal. Also zuerst. Ja, zuerst mal töte ich das hier. Das muss, glaube ich, auf jeden Fall weg. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob man durch die Viecher hier lebend durchkommt. Achso, oh Gott, ich bin so dämlich. Das Braun geht doch hier gar nicht. Ich dachte, vielleicht kommt man hier durch, wenn man Braun auf dem Boden hat und durchläuft. Aber geht doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Gelb bringt uns nichts. Grün auch nicht. Blau auch nicht. Rot, ja. Komisch, komisch.
Ich weiß gerade echt nicht, wie ich weiterkommen soll. Es reicht zeitlich definitiv nicht, dieses Vieh hier auf der Strecke zu verbrennen. Das ist nicht tot, bis wir da sind. Ach Quatsch, was soll denn das bringen? Grün. Bringt uns nichts, wenn wir von da aus kommen, weil ich meine, wenn wir da hochspringen, bringt uns das nichts. Da kommen wir nie und nimmer nach da oben. Blau bringt uns eigentlich auch nichts. Das Monster wird ja dadurch auch schneller. Schwer, sehr schwer. Ich kann nicht schon wieder einfach dahin rennen, weil... Was passiert denn, wenn wir hier grün hinmachen? Ich komme von da und springe und mache Boing. Wir kommen nicht nach da oben, okay. Nee, auf keinen Fall. Ich hätte noch eine Idee, aber das glaube ich nicht. Weil das Monster wird auch... Nee, wenn das Monster nicht springt, dann wird es ja auch nicht einfach nach da oben katapultiert, oder? Nee. Das gibt's doch nicht. Wie funktioniert das jetzt hier? Ich verstehe es nicht. Nee, keine Chance. Funktioniert nicht. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier mal ein kleines Päuschen und wir sehen uns in dieser Folge auf jeden Fall nochmal. Ja, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich hatte tatsächlich recht im Großen und Ganzen. Damit, wie man dieses Level hier löst. Achso, ja, komm. Oh shit, ich habe das Viech da vorne noch gar nicht gekillt, fällt mir gerade so auf. Ach, das war jetzt dämlich. Was mache ich eigentlich schon wieder? Quatsch. Sorry, wir müssen nochmal von vorne hier. Es ist tatsächlich mit diesem Viech da, was da an der Decke hängt. Darum geht's tatsächlich. Das darf man nicht einfach so töten, wie ich das jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Allerdings habe ich einen leichten Denkfehler drin gehabt, beziehungsweise ich wusste es einfach nicht mehr, dass es geht. Boah, das war eng. Aber ich glaube, die Viecher sind exakt so schnell wie wir selber. So. Zack. Zurück. Da bin ich gespannt, ob es beim ersten Mal klappt. Ich hoffe es, aber... Oh, ich bin so eine Pfeife! Mann, ich bin so doof! Da seht ihr mal, was für ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis ich habe. Jetzt habe ich da 2 Minuten geguckt, wie das geht, und derzeit habe ich komplett vergessen, wie das, wie dieses Level hier aufgebaut ist. Mann! Entschuldigung. Ich werde das auf jeden Fall in dieser Folge noch zu Ende spielen, dieses Level hier. Ja. Sonst zieht sich das doch zu lang. So, komm, hallo. Ja, brav, komm. Wupp.
Dann sind wir wieder hier. Können wir das Braun wieder mitnehmen? So, jetzt nicht da runterspringen. Sondern zuerst mal das hier verbrennen. So, das Braun nehmen. Das Rot da wegmachen. Blau nehmen, dahin machen. Da runterspringen, das Viech triggern. Rennen, 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 sliden, springen, festkleben, blau wegmachen, braun weg, braun noch da lassen, Feuer hinmachen, so, braun wegmachen, und das Vieh stirbt, sehr gut, können wir das hier mal alles wegmachen, so, wir gehen weiter. So, das hier töten. So, wieder wegmachen. Und jetzt... genau. Runter. Wupp. Und jetzt geht das mit Blau. Wir können mit der blauen Farbe da unten durchsliden. Halt, aber ich darf es nicht so machen. Nur für den Bereich, dass wir da durch sind. So. Und das Vieh stirbt da. Ja, es funktioniert tatsächlich. Komm. Jawohl. 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 So, und jetzt bitte lass mal einen Save Point kommen. Da hätte man drauf kommen können, ganz ehrlich. Aber ich hatte einfach nicht mehr im Kopf, dass wir mit der blauen Farbe, unter so einem Saugviech durchkommen. Das wusste ich eigentlich einfach nicht mehr. Oh, und da haben wir das Kapitel schon geschafft. Cool. Jawohl. Und dann starten wir in der nächsten Folge gleich durch mit dem nächsten Kapitel. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.